Hier in San Luis Potosí in Mexiko fand heute der Spatenstich statt für ein neues BMW-Werk. Ab 2019 sollen hier jährlich 150.000 Fahrzeuge der Dreierreihe produziert werden. Viele Fahrzeuge dürften dann ins Nachbarland USA gehen, einer der wichtigsten Märkte für Autobauer. Kein Zufall, hier in den USA steht bereits das größte BMW-Werk weltweit in Spartanburg, South Carolina. Produziert werden hier große geländegängige Modelle der X-Reihe. Rund 450.000 Autos pro Jahr.